Also für mich persönlich bedeutet es die Gemeinschaft mit Frauen. Das finde ich ganz toll. Ich habe seit beim Frauenbund sehr viele Frauen kennengelernt. Das ist für mich eine ganz tolle Bereicherung. Mir gefällt am Frauenbund, dass sich Frauen aufgrund ihrer Überzeugung in die Gesellschaft einbringen und damit auch viele andere Frauen vertreten, die das so nicht können. Wir vom Frauenbund schaffen vielfältige Gelegenheiten zur Begegnung von Frauen. Frauen treffen sich in entspannter Atmosphäre, tauschen sich aus und lernen voneinander, auch über die Grenzen der eigenen Kultur und Religion hinweg. Begegnung und Gemeinschaft sind zentrale Erfahrungen im Frauenbund und geben Kraft für das eigene Leben. Außer dass wir uns jetzt einmal im Monat treffen, besuchen wir natürlich auch spirituelle Vorträge oder wir laden auch verschiedene Referenten zu uns ein. Und dies hat meine Spiritualität doch sehr beeinflusst, auch im Alltag. Ich bin heute hier, weil es einen Gottesdienst gibt, nur für Frauen. Ich finde einfach schön, dass Frauen den Mut haben, Dinge zu tun, die sie in ihre Kraft bringen und so ihr Seelenleben auch in so einer Kirche zum Ausdruck kommen kann. Die Förderung der Spiritualität ist uns besonders wichtig. Bei uns erleben Frauen neue Formen einer ganzheitlichen Liturgie, die Glauben und Leben miteinander verbindet. Bei unseren Besinnungstagen können Frauen auftanken und mit Gott neu in Berührung kommen. Wir laden Frauen ein, sich spirituell weiterzuentwickeln und den Glauben als tragende Kraft ihres Lebens neu zu entdecken. Mir gefällt am KDFB, dass es eine Gemeinschaft ist und diese Gemeinschaft sich nicht nur in der eigenen Gemeinde lebt oder darstellt, dass man noch weiter vernetzt ist in der Diözese, im Bundesland und ja, deutschlandweit. Frauen im KDFB, die sind engagiert und die sind eben auch mutig und sie gehen immer wieder auf aktuelle Themen ein, die angesprochen werden. Also nicht nur auf Frauenthemen, es gibt eben Themen wie TTIP oder Frauen als Diakoninnen, die diskussionswürdig sind und da nimmt der Frauenbund dann auch Stellung dazu. In verschiedenen Gremien, in Kirche, Politik und Gesellschaft arbeiten wir an der Fortschreibung unserer Ziele. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr und gestalten Gesellschaft und Kirche mit. Unser Ziel ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, damit sie partnerschaftlich zusammenleben und gemeinsam Verantwortung tragen für die Zukunft. Anderen Frauen kann ich empfehlen, in KDFB Mitglied zu werden, weil das eine tragende, große Gemeinschaft ist, die sich umeinander kümmert, auch in schweren Zeiten nach dem einen oder den anderen fragt, nachhakt und füreinander da ist. Unser großes Bildungsangebot gibt Frauen die Möglichkeit, sich für die Aufgaben in Verband, Beruf oder Ehrenamt fit zu machen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Dazu gehören zum Beispiel Seminare für Frauen, die nach einer Familien- oder Betreuungsphase wieder in den Beruf einsteigen wollen. Hier wird jede Frau von einer Mentorin begleitet, die sie darin unterstützt, den für sie richtigen Weg zu finden. Damit sich für Frauen was bewegt. Herzlich willkommen beim KDFB.